Liebe Freunde, und ich hoffe, es sind ja ein paar Schülerinnen und Schüler da. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klipp und Klar. Ich möchte nur einen Beitrag machen, wo es um den Klimawandel geht und wo es um eben das Problem geht, was denn da dabei mit dieser Fokussierung da dabei vergessen geht. Und kurz darauf hinweisen, dass wir mit diesen sogenannten erneuerbaren Energien schon wieder ganz grosse Fehler machen. Das heisst, wir kommen von einem Unheil ins nächste oder vom Regen in die Traufe. Ich bin keiner, der bestreitet, dass es Klimawandel gibt. Ganz im Gegenteil. Ich sage immer und ziemlich deutlich auch, dass es einen Klimawandel schon immer gegeben hat. Aber ich bin einer, der ganz vehement auch den menschgemachten Klimawandel, der da so propagiert wird, bestreitet. Und das mache ich nicht einfach so, sondern weil ich einen Wille zur Erkenntnis habe und weil ich dem Thema nachgegangen bin. Und da weiss ich, dass nicht der Mensch das Klima erwärmt. Also mal auf jeden Fall haben wir als Menschheit da nichts dazu zu sagen. Das macht die Erde in Zusammenarbeit mit der Sonne erstens mal von allein. Und zweitens haben wir lokal gesehen, also es kann sogar kontinental sein, auch Einflüsse von militärischen Kräften, würde ich jetzt mal so nennen. Ich erkläre es dann später. Wir haben einen Klimawandel. Und tatsächlich haben wir immer wieder in den einzelnen Gebieten unterschiedlich immer wieder ganz spezielle Änderungen zu den Jahren, die vorher waren. Das ist in einem Wandel normal. Und da muss der Mensch, in meinen Augen, da muss der Mensch nicht auf die Idee kommen, dass er dem entgegenwirken soll. Das ist absolut dumm, in meinen Augen. Und Wissenschaftler werden ja von jeher fast als Götter verehrt und es wird ja immer geglaubt, was da von dieser sogenannten, ich betone sogenannten Wissenschaft da an den Tag kommt. Ja, da dürfen wir einfach eins nicht vergessen. Wer finanziert welche Studien? Und wer fördert dann auch so gesehen eine Statistik? Dass es der Mensch nicht ist, kann man ganz einfach belegen, indem man einfach in der Geschichte der Erde zurückgeht. Man kann das feststellen, wie viele Materialien in der Atmosphäre wie waren, wie viel Eis das es hatte, wie die Meereshöhe war. All das ist feststellbar. Und stellt euch vor, wir haben schon viel heißer gehabt. Wir haben schon einen Durchschnitt auf dieser Erde gehabt. Einen Durchschnitt von 50 Grad Celsius plus. Ja, also hallo. Und es hat den und jetzt gelebt. Und wir Menschen müssen da eigentlich gar kein Problem haben damit. Wir können uns anpassen. Das können wir mit Nahrungsumstellung, mit Bautenumstellungen etc. Wir können das. Wo aber das Problem ist, und von dem redet natürlich niemand, ist unsere Technik. Die kann anfälliger werden. Je nachdem, wenn es wärmer wird oder eben kälter. Je nachdem, was für eine Technik das ist. Tja, in meinen Augen werden die Menschheit einfach mal gefragt, dann tun sich Sachen entwickeln, die mit diesen Umständen umgehen können. Das ist technisch möglich. Das ist mal ein Teil. Der CO2-Anteil, der ist so tragisch hoch und der führt mir in einer riesigen Masse. Also, ja. Wenn man aber mal das Verhältnis anschaut, in der Atmosphäre, also im Ganzen, was da ist, rund um also der Luftblase,
Gürtel, den der da um sich herum hat, wenn man das Ganze mal anschaut, dann wird man feststellen, dass wir auf 0,4% sind mit CO2. Es hat schon ganz andere Werte auf dieser Welt gegeben. Und wenn man es vergleicht in der Geschichte der Erde, muss man sagen, das ist ein sehr niedriger Wert. Also der ist überhaupt nicht hoch. Und da kommt dazu, dass der Anteil vom Mensch gemacht 0,003% ist. Also, hören auf. Da finde ich, sollte man schon mal anfangen überlegen das und denken, hey, irgendetwas stimmt da nicht. Kommt dazu, wenn es dann viel CO2 gibt, dann ist es nicht warm geworden, sondern kalt. Also wenn dann auf solche Phasen Kaltzeiten gekommen sind, wo wir nicht von einer Klimaerwärmung wegen CO2 reden, so viel Vernunft sollte jedes Hirn einfach ein bisschen haben. Ja, warum dass man das gemacht hat, ist, weil 2-3 Wissenschaftler auf irgendetwas gestossen sind, das absolut nicht nachvollziehbar ist, wissenschaftlich auch nicht belegbar ist. Also wissenschaftlich belegbar ist, wenn man etwas immer wieder, wenn man es wiederholt, immer wieder gleich daherkommt. Und dann kann man es so naturwissenschaftlich als richtig anschauen. Dem ist aber nicht so. Aber man hat gemerkt, man kann eine Kasse füllen. Und zwar keine kleine Kasse. Eine Billionenkasse. Billionen Dollar. Und im amerikanischen Gebrauch heisst es eine Trillionen Dollar Kasse. Ja. Da kommen einige ziemlich ein grosses Stückchen vom Kuchen über. Und alle anderen zahlen für etwas, das gar nicht ist. Und dann kommt dazu, dass man da wieder etwas vergisst, was ist. Man schaut über etwas hinaus und fokussiert sich auf den CO2-Schwachsinn und auf den sogenannten menschgemachten Klimawandel oder Klimaerwärmung und merkt dabei nicht, dass man nicht mehr auf das schaut, wo man darauf schauen sollte. Nämlich auf die Vergiftung, auf die Zerstörung, auf den Raubbau, was die Konzerne, die globalen Konzerne überall auf der Welt seit Jahrzehnten oder mittlerweile schon seit Jahrhunderten machen und tun. Und immer wieder mit dem gleichen Trick kommen, sie lenken immer wieder davon ab. Und für das findet sie sogar noch etwas, wo sie noch Geld verdienen damit. Und das ist eben die CO2- und Klimawandellüge. Das solltet ihr euch echt ernsthaft mal überlegen. Gerade zum Beispiel solche Männer wie Al Gore. Was der da fabriziert hat und wie reich das der geworden ist aufgrund von dem. Er selber. Tja, also dann solltet alle Alarmglöckli mal läuten. Kommt dazu, dass man bereits gerichtlich widerlegt hat, was er da selber rausgelassen hat. Gehen wir auch vielleicht kurz mal zu den Messungen. Und zu den Messmethoden. Und zu der Messdauer. Also, ich glaube, etwa 170 Jahre oder so haben wir meteorologische Aufzeichnungen. Ganz genau weiss ich, haben sie jetzt gerade nicht im Kopf. Aber um das haben wir meteorologische Aufzeichnungen. Das sind Daten, die man von Wetterstationen aufgeschrieben hat und die hat man dann zusammengeführt. Voran hat man keine Aufzeichnungen in dem Sinn. Auf jeden Fall nicht so, dass man es global hätte können nutzen, nur regional vielleicht. Es hat sicher einige gegeben, die das regional gemacht haben, einzelne. Das hat es immer gegeben, schon in der ganzen Menschheitsgeschichte. Entweder mit dem Beobachten oder eben halt mit dem Dokumentieren, was ja auch Beobachtung, Ausbeobachtung, dann entsteht.
Wir haben einige Messstationen gehabt am Anfang der Wetteraufzeichnungen, wo überhaupt nicht, sind so wenige gewesen, überhaupt nicht ein globales Bild haben können abgeben. Das wird aber trotzdem in der Kurve, wo zum Beispiel in Al Gore verteilt und andere Menschen, die sich nur auf so einen kurzen Augenblick von der Weltgeschichte können einstellen, wird das trotzdem so verteilt, dass es ein globales Verhältnis gewesen ist. Es nicht. Es sind immer einzelne regionale Wetterstationen gewesen, die für sich, für die Region, die auch Daten gesammelt haben. Das nachher zu mischen mit so wenigen und dann einen globalen Durchschnitt zu errechnen zu wollen, das ist Blödsinn. Das ist Kindergarten. Das kann man nicht. Das geht nicht. Man kann das wirklich mit der Wissenschaft, mit seriöser Wissenschaft feststellen, dass wir ganz andere Daten hatten. Dass wir auch zum Beispiel eine Warnzeit hatten im Mittelalter. Die heutigen Interessen, muss ich vielleicht so dazwischenschieben, die konzentrieren sich auch nicht mehr aufs Leben, sondern eher aufs Ableben. Es hat mittlerweile so viele verschiedene Politiker, Wirtschaftler, Wissenschaftler und Konzernleute, ja, auch Leute, die schon steigende Stimme haben, die dafür plädieren, dass man auf diesem Planeten die Menschheit reduzieren soll. Und damit meinen sie nicht irgendwelche Programme, die den Menschen bewusst machen, hey, vielleicht nicht gerade so viele Kinder. Alle miteinander. Wenn sie mal eine Familie hat, ist doch das auch gut. Das stört dann niemand. Aber wenn irgendein ganzes Volk eine Familie hat mit 10, 15 Kindern, dann ist etwas da, das schlussendlich nicht mehr gesund ist, weil das Wachstum einfach zu gross ist. Das wird aber auch aus bestimmten Gründen heraus ja gemacht. Nämlich aus diesen kulturellen Gründen heraus, dass die Kinder schlussendlich sollen die Alten, also die Älteren, noch durchbringen bis zum Tod. Weil sie können sie dann nicht. Und so hat man eine grössere Chance, dass dann Kinder da sind, die das machen. Und wenn es mehrere machen, hat man mehr davon. Ganz einfach. Macht Sinn, ist heute aber in dem Sinn, in dem Kontext eigentlich nicht mehr im Sinn, weil man es anders machen können, mit sozialen Konzepten, die man global einrichten können. Das ist möglich. Es braucht keine NWO oder eine neue Weltregierung. Ganz im Gegenteil. Es braucht die kleinen Gemeinschaften wieder. Dass Zwergenstaaten entstehen oder Gebiet mit Menschen, die einfach ihr Bolo Bolo haben. Das ist ihr Dorf, ihre Stadt, ihr Gebiet, ihre Region. Und sie sind autark da drin. Das ist mein Traum von der Welt. Und da weiss ich ganz genau, weil das geht auf. Und dann kann man natürlich eine Staatengemeinschaft haben. Und je nachdem, wenn irgendetwas ist, kann man den anderen helfen oder muss vielleicht auch mal jemand in, ja, mal anstellen und sagen, hey, geht nicht. Wir alle wissen, was menschlich ist und es ist heutzutage nicht mehr menschlich. Auch Funkfrequenzen, also Handy, WLAN, Radar, militärische Einrichtungen, auch die sind auf Wellenlänge, wo es unserer Biologie überhaupt nicht gut tut. Und auch unserer, sagen wir mal, geistigen Leistung, die wir hier auf dieser Welt eigentlich könnten ausleben und leben und auch daraus förderlich könnten entwickeln. Wir werden enorm gebremst mit Beschüssen von Strahlungen, von Frequenzen, wo niemand daran denkt, dass sie wirklich und intensiv in der Bevölkerung einen Schaden anrichten. Und genauso, also jetzt kommt ja dann 5G, das ist das Schlimmste vom Schlimmsten. Also wer dann in einer Stadt wohnt oder in einem grösseren Dorf, hat in meinen Augen ziemlich schnell in der Gesundheit verloren. Das wird sehr, sehr vielen Menschen so sein. Nicht allen, aber vielen.
Ich würde behaupten, es wird zwischen 30-50% Menschen geben, die darauf das sind. Infrawellen, also das ist unglaublich. Das geht nein, um Mikrowellen auch. Das geht durch alles durch. Kommt dazu, dass man alle 200 Meter einen Mast hat. Also man kann dem gar nicht ausweichen. Geht gar nicht. Das finde ich nicht lustig. So etwas. Überhaupt nicht. Und das finde ich absolut verantwortungslos. Verantwortungslos für die Politik und vor allem verantwortungslos für solche Menschen, für solche Konzerne, die so etwas aufstehen wollen. 5G ist so schnell wie ein Glasfaserkabel. Kann man nicht etwas sagen. Also eigentlich zur Echtzeit kommt es an, wenn man es weggeschickt hat. Für das braucht es etwas. Es ist alles stärker dann. Es ist ein Mikrowellenherd. Das ist wirklich grusig. Und natürlich ist es nicht so, dass der Mensch gerade nach 2 Tagen umgekehrt und tot ist. Nein, das ist eine schleichende Geschichte, aber die geht relativ schnell im Verhältnis gesehen, was die Lebensspannmitte ist. Bei sehr vielen Menschen. Und da wird es auch Reaktionen geben, wo dann Menschen das nicht mehr aushalten und die hat dann noch eine Gesellschaft auszuhalten. Finde ich einfach ganz derb. Genauso ist es mit dem Himmel, mit dem Solar Radiation Management und mit den militärischen Einsätzen. Ganz genau so. Es wird alles so zerredet, dass man es gar nicht mehr ernst nehmen kann. Und dann niemand mehr kann glauben, was da, oder sehen, was da wirklich läuft. Und vor allem ist es ganz ein einfaches und perfides Mittel, es wird offiziell gar nicht gemessen. Oder wenn mit einer anderen Messmethode, wo dann genau das Resultat eben nicht rauskommt, also wo etwas anderes zeigt. Das gibt es eben. Zum Beispiel in Sachen Fallout von diesen, ich nenne es deutsch und deutlich, Chemtrails, die da oben sind, die Streifen, die persistenten Streifen, die uns den Weizgeil machen und die Sonne abdecken, den Sonnenschirm vor die Sonne stellen. Der Fallout, der wird offiziell nicht gemessen. Es wird keine Feuchtdepositionmessung gemacht, sondern alles nur trocken. Und das geht nicht. Das geht nicht. So kommt man zu ganz anderen Resultaten, weil etwas, und das ist nämlich die falsche Methode, das verfälscht. Und so einfach kann man alles aus der Welt schieben. Man muss keine Verantwortung übernehmen. Da kommt dazu die erneuerbaren Energien, Windkraft zum Beispiel. Also das ist unglaublich, was da gemacht wird. Ja, vor allem werden die Windkrafträder immer grösser und das ist dann auch noch immer schlimmer. Also im Umkreis von rund 20 Kilometern haben die meisten Menschen ein Riesenproblem. In der Gesundheit. Und das passiert durch Infraschall, wo das erzeugt. Dänemark, so habe ich mir sagen lassen, Dänemark hat verboten auf Land weiterhin Windkraftwerke so Anlagen zu bauen und hat glaube ich noch 2 Stück, wo sie noch zusammengefasst haben und fertig und alles andere geht in die See, also ins Meer. Das hat doch einen Grund. Kommt dazu, dass Dänemark automatisch alle Anwohner innerhalb von einem bestimmten Gebiet automatisch materiell entschädigt. In anderen Staaten wird das gar nicht angeschaut, das Thema. Im Gegenteil, es wird wieder weggeregt, wieder weggedruckt, so dass man es weiter betreiben kann. Ich kann so Sachen nicht verstehen. Dass man dann nachher will, etwas Gesundes erschaffen, etwas, was aus dem Naturschutz und Umweltschutz erwachsen ist, erschaffen und dann wieder den gleichen Mist macht und das Leben gefördert. Genauso ist es mit den Sonnenkollektoren. Da gibt es bis heute noch gibt's überhaupt keine Lösungen für die Entsorgung, die wirklich stimmig ist, wo man kann sagen, okay, gut, man hätte es wieder rückführen können. Nein, geht nicht. Gar nicht. Noch schlimmer sind elektrische Autos.
Also bis man einmal ein Dieselfahrzeug so quasi in Sachen Schädigung von der Natur so weit hat, wie zum Beispiel eine Tesla, nur eine Tesla-Batterie, nicht einmal ein Auto, nur eine Batterie, da fährt man, glaube ich, über 200'000 Kilometer. Und das sind Verhältnisse, die muss man einfach betrachten. Und wenn man das nicht macht, macht man keine seriöse Wissenschaft. Und wenn man das auch nicht macht, ist man auch nicht besorgt ums Volk, wenn man in der Politik sitzt. Und solche Politiker brauchen wir überhaupt nicht. Die dürfen gehen. Es ist fast nichts mehr heute, wie es gesagt wird. Und vor allem, wenn jemand mit dem Finger auf etwas zeigt, was ich dann gut finde, wenn es ist, dann wird er lächerlich gemacht, wird diskreditiert, wird weggeschoben und wird vor allem kaltgestellt. Wie es immer geht. Und nicht alle sind so kreativ und ja, so immer wieder willens zum Aufstehen, wenn ich das mache. Das gibt es leider nicht so viel in meinem Umfeld. Vielleicht gibt es ja noch jemand anders ein bisschen mehr. Also ich wäre froh, wenn die Leute wirklich ein bisschen aufstehen, aufwachen und die Leute auch richtig informieren. Haltet euch fern von den Systemmedien. Also das ist unglaublich. Watson, Now, Blick, 20 Minuten. Vor allem solche Boulevardpresse ist dazu verantwortlich, dass die Lügen können existieren und Bestand haben. Da solltet ihr euch ein bisschen bewusster werden, das wäre wirklich, das Leben würde euch danken dafür. Ja, und dann kommen ja auch all die anderen Vergiftungen, Zerstörungen auch dazu, also wenn man zum Beispiel seltene Erden gewöhnt, wie für Kinderarbeit, dass der auch eingesetzt wird, wie alles vergiftet wird, ob jetzt das Goldminen ist oder eine Kobaltminen oder was auch immer. Das kommt alles dazu. Das kommt auch dazu, dass unsere Landwirtschaft bzw. unsere Lebensmittelkette komplett verseucht ist. Also, dass man da Stoffe rein tut, die mit Nahrung gerade überhaupt nichts mehr zu tun haben. Teilweise sogar hochtoxische Geschichten rein tut. Und wo man eigentlich nur einen Sinn kann dahinter sehen und dann wird man dann auch von anderen schnell mal belächelt. Aber wenn die Wirkung ja so ist, ich finde, dann ist der gesunde Menschenverstand eigentlich der, dass er, wenn er das Resultat anschaut, dann nachher auch mal entweder eine Unkenntnis von den Dingen oder eine Absicht kann feststellen. Und die Unkenntnis von den Dingen, die ist nicht da. Die wissen haargenau, was sie machen. Und da, denke ich, sollte jeder Mensch einmal sich selber bewusst sein, warum ist er noch nie auf die Strasse für die Abschaffung des Glyphosat? Und warum ist er nicht auf die Strasse, wo die Werte ums Zigfache erhöht worden sind, wo die Lobbyisten in der EU eingelaufen sind? Auch da in der Schweiz. Doris Leuthard hat die im Handumdrehen einfach schnell mal erhöht. Das ist eigentlich ein ähnliches Beispiel wie mit den radioaktiven Toleranzwerten. Also wir haben Zollwerte, wo man sagt, okay, das ist schädlich und das nicht. Und wir haben auch solche Werte in den Röntgenstationen, in den Spitälern etc. Und dann passiert Tschernobyl und da gibt es einen Klapp und der Toleranzwert ist einfach um vierstellige Zahlengrössen erhöht worden, dass das bis dahin nicht gesundheitsschädlich sei. Man hat aber in der Kurve von der Krankheiten und von der Mortalitätsrate ganz andere Sachen können feststellen. Und dann passiert Fukushima und dann wird er noch höher, der Wert, und zwar um ein Zigfaches. Ja, die Radioaktivität ist ein riesiges Problem, das wir haben. Jedes Leben muss ja auf irgendeine bestimmte Art, im Minimalen natürlich, radioaktiv sein, weil es nicht funktionieren. Das ist da, auf dem Planeten so. Radioaktivität ist grundsätzlich nichts Schlechtes, nur das Mass kann schlecht werden. Und es ist eindeutig zu hoch.
Kommt dazu, dass noch viele Tests gemacht worden sind von den Militärs weltweit, also von den Atommächten. Kommt auch dazu, dass man atomare Abfälle wiederverwendet, zum Beispiel für Munition, und den ganzen Landstrich verseucht und Bevölkerungen schädigt, wirklich schädigt auf Generationen raus. Es ist unglaublich, was da geht. Warum sind ihr nicht wegen diesen Sachen auf der Straße? Warum hängt ihr da eure Lüge an? Also, was soll das? Kommt dazu, und das muss ich jetzt auch noch deutlich sagen, ich habe es jetzt schon ein paar Mal mitbekommen von anderen und habe es jetzt gerade vor 3 Tagen selber erlebt in Konstanz. Die Jungs, die wissen gar nicht, und die Mädels, die wissen gar nicht, warum das sie auf die Straße gehen. Die allermeisten ziemlich sicher nicht. Ich habe nur kurz eine Frage gestellt und dann gemerkt, sie wissen gar nicht. Sie wissen nicht, warum sie sind mit Tefli unterwegs waren. Klimawandel stoppen, Kohle stoppen. Und so Zeug. Und dann habe ich sie angefragt und gefunden, was seien die mit dem anderen zu tun haben. Und sie haben keine Antwort herausgebracht, sie haben keine Ahnung gewusst, was das Klima wirklich ist, sie haben keine Ahnung, was Wetter wirklich ist, sie haben keine Ahnung, wie viel CO2 das die Atmosphäre so hat. Nein, es geht ihnen einfach darum, dass sie einen schulfreien Tag haben. Der Mehrheit. Und ich gehe gerne mit, weil das ist ein bisschen Action auf der Straße. Das ist viel lässiger als in der Schule. Das ist der Gruppendruck auch. Kommt auch dazu. Ja. Werdet euch selbst bewusst, was ihr da tut. Es ist eure Zukunft. Und auch die Zukunft der Kleineren. Das müsst ihr euch auch schon bewusst sein. In meinen Augen wird da ein ganz wichtiger und einschneidender Fehler gemacht. Und zwar zu Ungunsten vom Leben. Fürs Weitere, was da kommt und wo die Zukunft soll heissen. Für euch alle und für uns alle. Genau durch euer Tun, durch das blinde Tun, passiert das, was ihr alle nicht wollt. Weil ich bin überzeugt, dass dennoch die meisten von euch allen aus guten Gründen auf die Straße wollen, weil sie die Umwelt wirklich schützen wollen. Und genau das passiert mit dem nicht. Genau das wird verhindert. Durchs Überdecken. Durchs falsch informiert sein. Durch eben Manipulation, die nicht bemerkt ist, dass es Manipulation ist. Werdet euch bewusst. Ich hoffe, dass Schülerinnen und Schüler da ein bisschen mitgehört haben und selber recherchieren, ein bisschen unabhängiger, nicht so bei offiziellen Seiten nur. Weil, sorry, das Offizielle ist eben sehr oft nicht das, was wirklich ist. Tönt euch breit, informieren, glaubt an mir nicht, aber könnt euch informieren. Ich tue in der Videobeschreibung noch einige Links rein, wo man Informationen dazu abholen kann. Vielen Dank fürs Hören. Und ich hoffe echt, dass, wenn wir Demos jetzt in nächster Zukunft haben, dass das keine Klimaschwindel-Demos mehr sind, sondern wirklich Demos, die verlangen, dass jetzt aufgehört wird mit der Vergiftung und Zerstörung und Verstrahlung. Das ist im Sinn vom Leben. Vielen Dank fürs Zuhören.